Casanova in Dux. Hörspiel von Karl-Heinz Jacobs. Meine Mutter brachte mich in Venedig zur Welt. Am 2. April zu Ostern des Jahres 1725 bis zum Alter von 8,5 Jahren war ich schwachsinnig. Nachdem ich ein 3 Monate langes Nasenbluten überwunden hatte, schickte man mich nach Padua, wo ich mich von der Blödheit geheilt, dem Studium widmete. Mit 16 machte man mich zum Doktor und steckte mich ins Priestergewand. In Rom war die Tochter meines Französischlehrers Anlass, dass mich mein Gönner, der Kardinal Acquaviva, auf die Straße setzte. Mit 18 kam ich als Soldat meines Vaterlandes nach Konstantinopel. 2 Jahre danach ergriff ich vor Verzweiflung das elende Gewerbe eines Geigers. Im Alter von 21 Jahren ließ mich die venezianische Staatsinquisition verhaften und unter die Bleidächer sperren, aus denen noch niemand zu entkommen vermochte. Nach Ablauf von 15 Monaten gelang mir die Flucht. In Paris machte ich so gute Geschäfte, dass ich bald Millionär wurde. Ich verspielte aber alles und war dann lange Zeit ein armer Mann. Opa Casanova, du schreibst und schreibst und schreibst. Ich schreibe mein Leben auf. Oder sind das Märchen? In Florenz entführte ich ein Mädchen. Im folgenden Jahr reiste ich mit einer Mission des Königs von Portugal betraut zum Friedenskongress nach Augsburg. In England entging ich glücklicherweise dem Galgen. Später versuchte ich vergeblich mein Glück in Berlin und Petersburg. Fand es schließlich in Warschau, musste aber fliehen, weil ich im Duell General Branitzky über den Haufen geschossen hatte. Das soll wahr sein? In Paris erwartete mich ein Haftbefehl. Und in Spanien, wohin ich mich anschließend wandte,
warfen sie mich in das tiefste Verlies der Zitadelle von Barcelona. Mein Verbrechen bestand darin, dass mich die Mätresse des Vizekönigs nächtlich besucht hatte. Erzähl weiter. An der spanischen Grenze entrann ich Meuchelmördern. In Aix machte ich eine Krankheit durch, die mich an den Rand des Grabes brachte. 18 Tage lang spuckte ich Blut. In Rom hatte ich eine glückliche Liebschaft und in Mailand eine unglückliche. Nach 19 Jahren Verbannung erlaubte mir die venezianische Staatsinquisition, in die Heimat zurückzukehren. Ich zerstritt mich aber mit der Obrigkeit und verließ bald danach endgültig die undankbare Stadt. Damals fasste ich den Entschluss, nach Berlin zu ziehen und hoffte, von der dortigen Akademie aufgenommen zu werden. Auf halbem Wege begegnete ich im Böhmischen dem Grafen Waldstein, der mich bat, zu ihm nach Dux zu ziehen und als Bibliothekar in seine Dienste zu treten. Seitdem bin ich hier, in Dux, wo ich bald sterben werde. Anno Domini 1794. Neueste Nachrichten aus aller Welt. In Paris wurde ein neuer Kalender eingeführt. Neueste Nachrichten aus aller Welt. Welche Umstände meines Lebens haben mich in diese Schwierigkeiten gebracht? Jedes Mal. Was war es, das mich von Ort zu Ort trieb, von Weib zu Weib, von Land zu Land, von einem Abenteuer ins nächste? Hätte ich nicht auch mein Feld bestellen können und mein Haus bauen oder, wie es heute heißt, eine Revolution machen? Kann ich heute sagen, dass ich zufriedener bin als andere, die nicht mit Kaisern, Königen und Abenteurern, Päpsten, Frauen, Fürsten, Gelehrten oder Dieben zogen? Feldkirchner! Demnach heißen die drei Frühlingsmonate Germinal, Floreal und Prärial. Guillotiniert wurde Marie Antoinette. Verwitwete KP. Früher von Beruf Königin. Feldkirchner! Ihr folgten aufs Schafott 31 Abgeordnete. Auf den Altar des Volkes. Ruhm und Ehre den Verteidigern der Revolution. Chaumette. Chaumette. Hébert. Danton. Danton. Und Robespierre. Robespierre. Feldkirchner! Ah, ah.
1781 Venedig, in der Staatsinquisition. Ich bitte untertänigst um die Erlaubnis, wieder nach Venedig zurückkehren zu dürfen. Feldkirchner! Der Antrag dieses Herrn Casanova. Der Kerl, der aus dem Gefängnis entfloh und die heilige Inquisition in ganz Europa lächerlich gemacht hat. Er bietet uns seine Dienste an. Er soll nur kommen. Sein Platz unter den Bleidächern ist immer für ihn reserviert. Er bittet um eine kleine Unterstützung, da er, wie er schreibt, verarmt ist. Der Vaterlandsverräter und Maulheld Casanova verarmt? Ja. Selten hat mich eine Nachricht so sehr erfreut. Ich würde 300 Dukaten für angemessen halten. Das reicht, damit er nicht verhungert. 200 Dukaten. 250. Gut 250. Muss ich aber den Anordnungen des Tribunals bedingungslos fügen. Das Ballett Coriolan, das in San Benedetto von Herrn Delgata aufgeführt wird. Es strotzt vor Schamlosigkeiten und gemeinen Anspielungen auf die Regierung, Eurer Exzellenzen. Ein weiser Zensor hätte es längst verboten. Es verführt empfängliche Zuschauer zur Revolte, zu abschätzigen Urteilen über die Regierung, Eurer Exzellenzen, und veranlasst die Jugendlichen zu unziemlichen Reden. Was meinen Sie? Ich werde mir diesen Delgata mal vorknöpfen und ihm verbieten, dieses Ballett jemals wieder aufzuführen. Bei Todesstrafe. Der unbekannte Spanier, der sich in der Cala degli Specchieri eingemietet hat, er führt in seinem Gepäck alle Buchstaben des Alphabets in Kupfer mit sich. Alle. Ob er mit ihnen heimlich druckt, weiß ich nicht. Jedenfalls kann er damit drucken. Vielleicht wird er als Ausrede anführen, dass er die Buchstaben mit sich führt, um lediglich seinen eigenen Namen zu setzen. Gut möglich, ist aber sicher eine faule Ausrede. Was meinen Sie? Ja, Beschlagnahmen, was sonst? Im Theater San Cassiano habe ich beobachtet, wie Frauen von schlechtem Lebenswandel und von Unzucht lebende Burschen nach der Vorstellung nicht das Theater verlassen, sondern dort bleiben, um ungestört zu kopulieren. Das ist nun von der Weisen Staatsinquisition nicht ausdrücklich verboten, aber verstößt dennoch, wie ich meine, gegen die guten Sitten. Was meinen Sie? Wir werden das Theater kontrollieren und diesen Dingen einen Riegel vorschieben. Sie kennen die Frauen, Chevalier. Die Frauen. Sie denken wie ich, Chevalier, dass Liebe und Ehe verschieden sind wie klares Wasser und Schlamm. Einmal war ich nahe dran zu heiraten. Was wird's gewesen sein? Sie hat nicht mit ihnen schlafen wollen und sie wollten es und gingen aufs Ganze. Ja. Das Schöne am greisenhaften Alter ist, dass man mit klugen Frauen über die Liebe sprechen kann, ohne sie betreiben zu müssen. Ich bin nicht alt, Chevalier. Aber ich, Elisa. Ich? Eben 40 geworden. Ich 30 Jahre älter. Hätten wir uns doch früher kennengelernt. Und anderswo als in Dux. Sie, die schöne und kluge Frau. Sie, der kühne und eigensinnige Mann. Ich war immer zärtlich. Das ahne ich.
Ich war nicht kühn. Sie verlangten es von mir, kühn zu sein, und dann nahm ich die Rolle an. Das ahnte ich. Ich strebte immer nach Harmonie. In einer Welt, die Harmonie nicht zulässt. Ich war immer derjenige, der dann auftrat, wenn eine Frau einsam war und mich erwartete. Ich weiß, Chevalier, ich weiß. Es war nicht leicht, ein Leben zu führen, wie ich es hinter mir hab. Sie haben es geschafft und mit der ausschweifendsten Fantasie aufgeschrieben. Sie haben die Geschichte meines Lebens gelesen. Erinnerungsängste? Eines alten Mannes. Neueste Nachrichten aus aller Welt. In Paris wurde durch Dekret der neuen Regierung der liebe Gott abgeschafft. Es gibt keinen Gott mehr. Es gibt keinen Gott mehr. An seiner Stelle wurde die Vernunft eingeführt. Die Vernunft? Vertreten durch Hébert. Hoch. 97 Anhängern. Verrätern. Der verstorbenen Marie Antoinette. Prostituierte. Schänderin der eigenen Kinder. Wurde die Rübe abgeschlagen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Hébert. Hoch. Hoch. Danton. Hoch. Robespierre. Hoch. Hoch. Der Kult der Vernunft. Feldkirchner! Caroline? Ja, Vater? In einem Monat kommt der Graf. Ja, Vater. Dann wirst du Wiederhold im Stich lassen. Ja, Vater. Der dich lieb hat. Ja, Vater. Und der Graf hat dich auch lieb. Ja, Vater. Aber die Mutter des Grafen, die will euch auseinanderbringen. Ja, Vater. Es ist unvernünftig, was du tust. Ja, Vater. Du bist so jung und schön. Du könntest dir einen guten Mann nehmen, der sich um dich sorgt und kümmert. Feldkirchner! Der dich lieb hat. Und wenn er auch nicht reich ist, er würde alles für dich tun, wenn du nur aufhören würdest mit deinem Verhältnis zum Grafen. Ja, Vater. Du weißt, wen ich meine. Ja, Vater. Wiederhold ist ein tapferer Mann. Ein arbeitsamer Mann. Auf ihn ist Verlass. Ja, Vater. Wir könnten von hier weggehen. Ja, Vater. Irgendwohin, wo uns keiner kennt und wo wir ein neues Leben anfangen würden. Ja, Vater. Du kommst mit, ja? Mein Kind? Wir reißen uns von Dux los. Feldkirchner! Und fangen ein neues Leben an. Fange mit Wiederhold ein neues Leben an. Fern von den Schlössern und den Verführungen der Herren. Lass den Grafen Wallstein. Und komm. Nein, Vater. Feldkirchner! Herr Casanova ruft nach dir. Oh, mein Gott, was habe ich getan, dass ich nach Dux verbannt bin, dass mich umklammert und mich nicht frei atmen lässt? Feldkirchner, Sie haben 3 schwere Angriffe gegen meine Ehre unternommen. Vor einem Monat haben Sie mir die Suppe so heiß servieren lassen, dass mir eine Woche lang Mund- und Lippen schmerzten. Gestern haben Sie Ihren Unverschämtheiten die Krone aufgesetzt und es so eingerichtet, dass ich beim Nachtisch als Letzter bedient wurde, wodurch mir der Genuss der Erdbeeren als Abschluss des Mahles versagt blieb. Stehen Sie für Ihre Schandtaten ein, Feldkirchner! Ich fordere Sie auf Degen! Ich! Ich!
Ich! 1768, Barcelona, in der Wohnung von Freunden. Wer da? Aufstehen, aufstehen! Was ist los, meine Herren? Wir sind keine Herren, wir sind die Staatsmacht. Also los, fackeln Sie nicht lange, sonst nehmen wir Sie in Unterhosen mit. Aber was ist mein Vergehen, meine Herren? Sie fragen zu viel. Woher sollen wir wissen, was Sie angestellt haben? Unser Befehl lautet, festzunehmen ist Herr Casanova. Da sind Sie doch. Giacomo Casanova, Chevalier de Sangal. Macht auf uns keinen Eindruck. Wir haben schon Generäle und Prinzen festgenommen. In Unterhosen sehen Sie alle gleich aus. Meine Herren, ich mache Sie darauf aufmerksam. Quatschen Sie nicht und halten Sie uns nicht von unserem Dienst ab. Ihr das Hemd aber, Dali. Womöglich. Nachher meint er, wir sind seine Kammerkätzchen. Die Garnierung an Ihrem Anzug können Sie weglassen. Im Gefängnis verknautscht das sowieso. Aber was habe ich getan? Das werden Sie schon wissen. Tun Sie nicht so scheinheilig. Was ist? Sollen wir Ihnen Beine machen? Na, kommen Sie schon. Nein, Ihr Parfümfläschchen brauchen Sie dort nicht, wo Sie von nun an wohnen werden. Feldkirchler! Sie sind ein wahres Schwein! In der Zeit, als ich die Hochschulen in verschiedenen Ländern besuchte, machte man Sie zum gemeinen Soldaten. Wo hätten Sie auch die Zeit hernehmen sollen, sich mit dem Alphabet oder der Grammatik zu beschäftigen? »1743, Venedig, Castello Sant'Andrea.« »Alles Korrespondenzen?« »Ja, Signore.« »Ja. So leben Sie also?« »Ja, Signore.« »Ja.« Die Herren Offiziere lieben es, die Bittschriften an den König von mir ausfertigen zu lassen, weil sie ihrem eigenen Stil nicht so sehr trauen wie dem meinigen. Sie haben eine zierliche Schrift. Sie ist angenehm anzusehen und angetan, den Empfänger mild zu stimmen. Sie erfreuen mich mit Ihrem Lob. Signora wieder. Es freut mich umso mehr, weil ich Sie seit langem liebe. Oh. Sie sind 20. 18. Ich bin doppelt so alt wie Sie. Was mich besonders verliebt in Sie macht... Lassen Sie sich mit solchen Worten nicht von meinem Mann erwischen. Wenn wir uns lieben würden, so wäre das etwas, das nur Sie und mich anginge. Da haben Sie recht. Sie kamen am Arm Ihres Gemahls aus der Kirche und als ich ihn begrüßte, empfand ich, trotz meiner Hochachtung vor ihm, einen bisher nie gekannten Neid. Neid? Dass dieser vorzügliche Mann sie jede Nacht genießen darf. Oh. Was ist mit Ihnen, Signora? Oh. Wozu die Tränen? Ich sehe nicht aus wie ein Reptil. Nein, Signora. Ich stinke nicht aus dem Mund. Meine Augen triefen nicht vor Eiter. Nein, Signora. Ich schäle nicht. Mein Haar ist nicht strähnig, meine Haut nicht pickelig, meine Lippen nicht wulstig. Nein, Signora, nein. Was glauben Sie, Monsieur? Wie kommt es denn, dass mein Mann seit 5 Jahren nicht mehr mit mir schläft?
hat sie nicht mehr lieb? Fünf Jahre. Fünf lange Jahre. Ich werde Ihnen jeden verlorenen Tag dieser fünf Jahre zurückgeben. Ja. Jede verlorene Stunde dieser schmählichen fünf Jahre. Oh ja. Keiner Ihrer einsamen und traurigen Minuten soll vergessen werden. Nein. Sie sollen wieder eine Frau werden. Wollen Sie das? Neueste Nachrichten aus aller Welt. In Paris ist durch Dekret der Kult der Vernunft abgeschafft worden. Stattdessen wurde eingeführt der Kult des höchsten Wesens. Einen Kopf kürzer gemacht wurde Hébert. Der Verräter. Mitsamt seinen 27 Kumpanen. Danton und Robespierre hoch. Danton und Robespierre hoch. Danton und Robespierre hoch. Feldkirchner! Sie wussten, dass dieses Ungeheuer, der Stallknecht Widerhold, aus einem von mir verfassten Buche mein Bildnis gerissen hat. Er fügte meinem Namen, der darunter stand, eine grobe Beschimpfung bei, bedeckte das Bild auf der Rückseite mit Kot und klebte es an die Mauer der Hauptstraße. Feldkirchner!1764, Potsdam, Park Sanssouci. Erst Monsieur Casanova? Ja, Majestät. Was will er? Ja. Er ist doch der Venezianer, der mir geschrieben hat. Gewiss, Majestät. Und warum schweigt er? Ich hätte nicht gedacht, dass königliche Würde mich so sehr beeindrucken könnte. In Zukunft werde ich mich mehr beherrschen, wenn ich Majestät begegne. Wie findet er meinen Park? Fantastisch. Ich habe ihn eben bei einer Lüge ertappt. Ich verstehe nichts von Gärten. Und was meinen naiven Geschmack betrifft, so habe ich nicht gelogen. Der Park von Versailles ist schöner. Das stimmt. Aber nur wegen der Wasserkünste. Ich habe 300.000 Taler ausgegeben, um Wasser zu bekommen. Bei dieser Summe, Majestät, müssten Sie Wasser haben. Mehr als in Versailles. Er meint, man hat mich betrogen? Da ich die preußischen Verhältnisse nicht kenne, maß ich mir kein Urteil an. Wie viele Kriegsschiffe hat Venedig? 20. Und aktive Truppen? 70.000 Mann. Was hält er von der Steuer? Es gibt unnütze, notwendige und nützliche. Verstehe ich nicht. Unnütz ist die Steuer für die königliche Schatulle. Was? Da das Vermögen der königlichen Schatzkammern still liegt, stört es den Handel im Lande. Und die notwendige Steuer? Das ist die militärische. Ein kluger Fürst wird versuchen, sie klein zu halten, denn Krieg ist Barbarei. Was? Die gemeinnützige Steuer ist die beste, denn mit der einen Hand nimmt der König seinen Untertanen das Geld und mit der anderen baut er dem Volk Schulen, Spitäler, Straßen und Brücken. Sie sind ein schöner Mann, Herr Casanova. Majestät? Sie sind ein schöner Mann. Der König will Sie in seinen Beraterstab aufnehmen. Schön sind Ihre Grenadiere, Majestät. Soll er sich doch von seinen schönen Grenadieren beraten lassen. Überall hin, nur nicht nach Preußen. Wohin könnten wir gehen? Nach Wien. Nicht nach Wien. Paris. Ja, Paris wiederholt. Paris wäre der Ausweg.
Aber wir sprechen die Sprache nicht. Wir könnten sie lernen, Feldkirchner. Caroline kann sie lernen. Du kannst sie lernen. Ich bin für Sprachen zu dumm. In Kürze kommt der Graf zurück und alles bleibt beim Alten. Wir sind an Dux gekettet. Wir könnten fliehen. Aber wir bleiben verstrickt in unsere Gewohnheiten. Wenn sich Caroline entscheiden könnte, wäre alles einfacher. Sie hat den Grafen lieb. Sie hat mich lieb. Wenn der Graf weg ist, kommt sie zu dir. Geht er zurück, läuft sie zu ihm. Er zwingt sie dazu. Sie geht freiwillig, wiederholt. Das ist das Schlimme. Ich glaube, sie käme nie mit uns. Sie ist lasterhaft. Sie ist schwach. Und sie hat einen Traum. Ein Traum von einem Mann, mit dem sie leben könnte. Denn der Graf ist liebevoll und zärtlich. Er ist sanft und taktvoll. Du dagegen bist ungeduldig. Er ist der Graf und ich bin sein Stallknecht. Er ist der Herr und ich sein Diener. Feldkirchner! Dieser Neapolitaner bringt mich noch zur Raserei. 1755, Venedig, Kabinett des Abbé de Bernis. Blumen? Wenn ich sage, reich mir die Lichtputzschere, dann sitzt er in seinem Versteck. Wo ist das? Schau dir die Tapete an. Blumen? Ja, sie haben in der Mitte kleine Löcher. Durch die schaut der Abbé uns zu. Komm, ich zeige es dir. Hier ist sein Bett. Sein Tisch, Stühle an der Wand, damit er uns bequem beobachten kann. Er hat hier alles, was einer benötigt, um 7 oder 8 Stunden zuschauen zu können, wie seine Freundin Monique einen anderen liebt. 7 bis 8 Stunden? Es werden wunderbare Stunden. Was, wenn er beim Zusehen Lust bekommt auf dich? Das ist ein Problem. Komm. Er kann übrigens kommen und gehen, wie es ihm einfällt, ohne dass wir es bemerken. Er kann sich auch hinlegen und schlafen, wenn ihn unser Liebesspiel langweilt. Es wird ihn nicht langweilen. Oh, du musst vergessen, dass hinter der Wand einer sitzt, der uns beobachtet. Ich habe 8 Tage lang keine Frau angerührt. Jeden Tag Schokolade getrunken, dazu 6 frische Eier mit Sellerie, Gewürzkräuteressig und Öl aus Luca zubereitet. Oh. Ein Dutzend Austern täglich als Nacht. Oh, ich glaube, er kommt. Je länger ich dich betrachte, desto mehr ärgert mich die Komödie, die wir spielen sollen, um deinen Freund aufzugeilen. Du bist doch nicht etwa in mich verliebt. Sehr. Oh, so sehr wie ich in dich? Mehr. Das wird ein schönes Spiel. Liebster, reich mir die Lichtputzschere. Die Tochter unserer Kerzen haben das nicht nötig. Du bist schön, mein Braunschopf. Was machst du mit mir? Ich nehme dir den Mantel ab. Lass ihn fallen. Jetzt ziehe ich dir die Hose aus. Das wird schwierig sein. Sie ist angenagelt. Oh, was für ein starker Nagel. Deine süßen Brüste haben ihn herangezaubert. Und dein lieblicher Leib. Feldkirchner, was macht ein Mann, der eine Frau lieb hat, die tut, als habe sie ihn auch lieb und geht ihrer Wege? Ich möchte dir helfen, wiederholt. Und ich weiß nicht, wie. Ich werde nach Paris gehen und setze mir die Jakobinermütze auf. Aus Liebeskummer. Die Grafen alle an den Galgen. Aber kann es denn nicht sein, Wiederhold, dass eine Frau 2 Männer lieb hat? Im Hurenhaus! Mäßige dich, Wiederhold, mein Gott, mäßige dich doch! Feldkirchner, wollen Sie wissen,
was alle Welt von ihrem Busenfreund Widerhold denkt. Dieser Schurke hat es sich einfallen lassen, meine Köchin zu verführen und ihr jene Krankheit anzuhängen, die sie an unseren geachteten Forstaufseher weitergab, der inzwischen daran gestorben ist. Dieses Individuum mit dem einfältigsten Galgengesicht hat in seinem Beruf als Stallknecht von seiner vornehmen Herrschaft mehr als einen Peitschenhieb erhalten, der nicht für das Pferd bestimmt war. Feldkirchner! 1760, Genf, Voltairischer Salon. Dies, Herr von Voltaire, ist der glücklichste Augenblick meines Lebens. Endlich sehe ich Sie, denn seit 20 Jahren bin ich Ihr Schüler. Also wo bleibt das Schulgeld? Ich bin mit meinen Studien noch nicht am Ende. Beeilen Sie sich, mein Herr. Ich bin knapp bei Kasse. Sie sind Venezianer, wie ich hörte. Dann kennen Sie doch sicher den Schriftsteller Algarotti. Selbstverständlich. Mein Freund. Er hat nur einen Fehler. Er bewundert Newton. Als Verehrer Newtons hat er es mit seinen Schriften geschafft, dass nun auch die Damen zierlich über den Charakter des Lichts zu plaudern verstehen. Welchen italienischen Dichter lieben Sie am meisten? Ariost. Aha. Ich liebe nur ihn. Hm. Als Sie ihn vor 15 Jahren in Ihrem Buch über epische Literatur abkanzelten, war ich sehr traurig. Ich war jung und beherrschte das Italienische noch nicht. War außerdem voreingenommen von Tasso. Heute liebe ich Ariost. Um der Gerechtigkeit willen müssten Sie nun Ihr Buch, in dem Sie Ariost lächerlich machen, auf den Index setzen lassen. Wozu? Meine Bücher stehen schon alle auf dem Index. Die 100 dicken Stapel in Ihrem Archiv? Meine Korrespondenzen. 50.000 Briefe. Und alle habe ich beantwortet. Haben Sie Ihre Antworten abschreiben lassen? Eigens dafür bezahle ich einen Diener. Ich kenne Verleger, die ein schönes Geld hergeben würden für diese Kostbarkeiten. Allerdings. Aber nehmen Sie sich vor Verlegern in Acht. Vor allem, wenn Sie Anfänger sind, mein Freund. Ich fange erst an zu schreiben, wenn ich alt bin. Wenn mich nicht mehr die Leidenschaften des Körpers heimsuchen, sondern nur noch die der Seele und des Geistes. Mein Herr, sind Sie nach Genf gekommen, um mich zu sprechen oder um sich sprechen zu hören? Feldkirchner! Sie haben es gewagt! Und Ihrer Kreatur Widerhold befohlen, mir auf offenem Markt zu Dux unter den Augen der Welt Stockschläge auszuteilen. Geschwächt durch das Alter, ohne Waffe, ausgeliefert Ihrer Willkür. Sie zwingen mich, Dux zu verlassen. Warum hatten Sie Dux verlassen? Es war Zeit, Aurelie, es war Zeit. Ja, Sie sind bald 70. Da ist es zu spät zu fliehen. 10 Jahre und 10 Tage habe ich in Dux gelebt. Das sind 10 Jahre und 10 Tage zu lange. Aber Sie sind nach 2 Wochen zurückgekehrt. Ich bin nicht weise genug, um nicht neue Fehler zu begehen. Ich würde Sie gern mit Herrn Feldkirchner versöhnen. Wie kann man sich mit einer Ratte versöhnen? Herr Feldkirchner, kann Ihren Hochmut und Ihr dünkelhaftes Auftreten nicht ausstehen? Ebenso wie ich den Gestank des Pöbels nicht ausstehen kann. Sie verachten Ihresgleichen, Monsieur. Sie werfen sich den Fürsten an den Hals. Fürsten bitten mich, Sie mit meinem Besuch zu ehren. Sie machen sich lächerlich, Monsieur. Glauben Sie einem Mann, der Ihr Freund ist? Ein Freund? Der mir zu ehrlosem Verhalten rät? Was wäre daran ehrlos, einem Gegner zur Versöhnung die Hand zu reichen? Nicht einem Henkersknecht! Sie hatten Dux verlassen aus Übermut. Um nicht ehrlos zu werden.
an der Gesindetafel zu speisen, entehrt keineswegs. Es hängt von den Menschen ab, die an der Tafel sitzen. Die Duxer Gesindetafel entehrt. Aber ich werde ein Manifest veröffentlichen. In London. Ich werde meine Peiniger vor aller Welt bloßstellen. Ich werde sie anklagen. Alle die Feldkirchners, die Wiederholz, O'Reillys. Warum auch mich? Weil sie auf der Seite der Jakobiner stehen. Die ihren kleinen, unschuldigen König ermorden. Ihr Manifest. Warum in London? Weil sie dort noch einen König haben. Einen König, der im Gegensatz zum hingerichteten König von Frankreich die Verfassung achtet. Der König von England besitzt den Glanz und alle Vorrechte eines Monarchen. Er hat sein House of Lords und seine majestätische Aufmachung. Man bedient ihn kniend. Wer hat Ihnen diesen Unfug mitgeteilt? Ich gehe in dieser Frage jede Wette mit Ihnen ein. Ich wette nicht um Könige. Dann bleiben Sie weiterhin unwissend. Ich bin und bleibe Republikaner. Hatte ich's nicht schon gesagt? Pöbel. Neueste Nachrichten aus aller Welt. In Paris ist ein gewisser Danton von Beruf Rentier auf frischer Tat ertappt worden. Wie er versuchte, Madame Fouchard zu vögeln. Treue Anhängerin des Volkes. Er und 47 andere Sittenverderber haben für ihre Verbrechen büßen müssen. Unter dem Messer der Revolution. Unter dem Messer der Revolution. Es lebe Robespierre! Dieses elende Schloss mit dem schönen Grafen und dem alten Venezianer wird mein Schicksal. Ich gehe nach Paris. Der Graf wird jetzt heiraten. Und er wird meine Tochter, seine Mätresse, nicht behalten können. Es gibt dort einen General, Bonaparte. Ich will sein Unteroffizier werden. Wenn die neue Herrin Caroline verjagt, so werde ich auch gehen. Feldkirchner! Feldkirchner! Wann werden Sie aufhören, mich zu verfolgen? Warum nur? Warum? Warum? Das ist das Leben, Wiederholt. Warum ist sie nicht klug? Warum räumt sie nicht den Platz? Jetzt! Ich würde ihr alles verzeihen, wenn sie jetzt mit mir käme. Sie kommt doch zu dir. Als Verstoßene. Früher nicht. Wenn sie jetzt freiwillig käme, wäre alles gut. Als Verstoßene will ich sie nicht. Ich habe dich immer als einsichtigen Menschen geschätzt. Wie kommt es, dass du nicht erkennst, dass Caroline nichts wert wäre, wenn sie jetzt klug handeln würde? Feldkirchner! Und was ist mit dem Mann los, den der Graf zu seiner Belustigung engagiert hat? Was geht in diesem alten Kopf vor? Wir sollten Mitleid mit ihm haben. Feldkirchner! Mitleid mit so einem? Leb wohl, Wiederholt. Leb wohl. Ich ginge gerne mit dir. Das Heimatland liegt am Boden. Der Kaiser lässt die Dörfer niederbrennen, wo sich eine Jakobinermütze zeigt. Also, reite los, Wiederholt, und schau dich nicht um. Wenn der Graf Caroline verstoßen hat, werden wir auch gehen. Ein Unglück reiht sich an das andere. Jetzt haben sie hier noch Kohle gefunden. Der Herr Graf freut sich schon. Jetzt wird er seinen Webereien noch Bergwerke hinzufügen können. Also, reite, Wiederholt, reite so schnell du kannst. Und wenn du wiederkommen solltest? Dann als Unteroffizier in einer starken Armee von meinesgleichen. Hey, jetzt mal! Feldkirchner!
Vielleicht ist dieser Greis unter all den Unwissenden der einzig Wissende. Das Leben ist mir eine Last. Welches Wesen in mir ist es, das mir verbietet, mich selbst zu töten? Es ist die Natur. Und welches Wesen in mir ist es, das mir befiehlt, mich der Bürde des Lebens zu entledigen, dessen Freuden ich nur noch schwach, dessen Leiden ich aber umso stärker empfinde? Es ist die Vernunft. Die Natur ist der Feigling, der nur an sich selbst denkt und der mich zwingt, dass ich um meiner Selbsterhaltung willen meinen Stolz breche, den mir die Vernunft diktiert. Was hab ich getan? Neueste Nachrichten aus aller Welt. In Paris. 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 Schön, mein Braunschau. Nein, Signora. Verschwörung gegen das Erst Volk. Monsieur Casanova? Ja, Majestät. Gewiss, Majestät. Fantastisch. An deren Spitze der berüchtigte Massenmörder Robespierre stand. Vaterlands Verräter und Maulheld Casanova. Ich bitte um Unterkunft und die Erlaubnis, wieder nach Venedig zu drei Todesstrafen. Er und 112 weitere Volksverräter. Volksverräter. Das Ballett Coriolan. Der unbekannte Spanier. Im Theater San Cassiano habe ich beobachtet. Auf den Altar des Volkes. Das Direktorium. Aufstehen, aufstehen. Direktorium. Wir sind die Staatsmacht. General Bonaparte. Verflucht sollst du sein, Robespierre, Zerstörer des Throns, du wilder Schänder des heiligen Königtums. Verflucht, Carolus Widerhold, du feiger Knecht, hast es gewagt, mein Bildnis, das Ebenbild eines Menschen, mit Kot zu besudeln. Verflucht Jakob O'Reilly, Barbar, Irländer, du in der Grammatik unwissender, so vergesslicher, lügnerischer, 70-jähriger Säufer, Lüstling und Republikaner. Verflucht ihr elenden Jakobiner, ihr Königsmörder, Gottlosen und Verführer, verflucht auch du, gemeiner Aufseher der Küchenjungen,
der sich selbst Maximilian Feldkirchner nennt und Leutnant, der aber nichts anderes ist als ein Schwein. Verflucht, dies elende Leben. Was ist, Doris? Was hast du? Ich hatte plötzlich Angst. Angst? Um was? Um dich, Opapa. Ach, das ist freundlich von dir. Ich hätte nicht gedacht, dass noch jemand Angst um mich hat. Erzählst du mir eine Geschichte? Oh, ich bin müde, Doris. Eine Geschichte, Opa Casanova. Du ahnst nicht, wie müde ich bin. Du erzählst so schön. Das war mein Trick. Zu erzählen und damit Meinungen zu verbreiten. Komm, fang an. Wie sie an meinen Lippen hingen. Generäle und Diebe, Marktweiber und Königinnen. Erzähl mir die Geschichte. Welche? Die schönste. Oh, welche von meinen schönen Geschichten mag wohl die schönste sein? Na, die Geschichte von der schönen kastilianischen Ehefrau, die ihren Geliebten erdolcht, weil der sie betrogen hat. Was? Na, und obwohl sie dich nicht kennt, fasst sie Vertrauen zu dir und bittet dich, den toten Mann aus dem Haus zu schaffen. Na, und dabei wirst du dann als Mörder verhaftet. Und wie du dann alle Schuld auf dich nimmst, na, um die Frau nicht zu verraten. Das war in der Tat ein merkwürdiges Abenteuer. Ich wohnte damals in Madrid. Meinem Haus gegenüber stand ein ziemlich schönes Palais, das von einem reichen und ausgezeichneten Herrn und seiner schönen Frau bewohnt wurde. Eines Tages gingen die Jalousien auf und die schöne Signora trat ans Fenster. Casanova in Dux. Hörspiel von Karl-Heinz Jacobs. Dramaturgie Karin Ney. Musik Rainer Bredemeier. Casanova Michael Gwistek. Elisa Margit Bendukat. Signora Vida Angelika Waller. Monique Monika Bielenstein. Friedrich II. Otto Fritz Geier. Voltaire, Herbert Grosse, O'Reilly, Ernst Karla, Feldkirchner, Ulrich Voss, Caroline, Gabriele Zion, Wiederhold, Martin Seifert. In weiteren Rollen hörten sie Fred Alexander, Volkmar Kleinert, Wolfgang Ostberg, Rainer Luhn, Erich Brese, Wolfgang Sonnefeld, Giso Weißbach und andere. Doris, Britta Bredel. Schnitt, Monika Buley. Ton, Klaus Henke. Regieassistenz, Irene Fischer. Regie, Barbara Plensat.